Hallo und willkommen zu einem neuen Video. The Burning Crusade, das für mich persönlich rundeste World of Warcraft, wurde über diverse Quellen wie eine Umfrage von Blizzard sowie dem ehemaligen Nostalrius-Kernteammitglied namens Nano, welcher angeblich Insider-Informationen hat, ich nenn's mal so gut wie bestätigt. Offiziell ist natürlich noch nichts. Es deutet aber alles darauf hin, dass es nach Vanilla wieder in die Scherbenwelt gehen wird. In diesem Video möchten wir euch mal unsere 18 größten Punkte präsentieren, welche sich von Classic zu TBC geändert haben. In Zukunft folgen auf jeden Fall noch diverse weitere Videos zu The Burning Crusade. Bleibt also auf jeden Fall dran und lasst uns doch super gerne direkt ein Abo sowie einen Daumen nach oben da. Wenn euch das Ganze gefällt, hilft uns auf jeden Fall sehr. Vielen herzlichen Dank und jetzt viel Spaß beim Video. In The Burning Crusade wurden endlich die Klassen, besser gesagt deren Ausrichtungen, angepasst. Jeder, der von euch in Classic eine Hybridklasse wie zum Beispiel einen Moonkind-Druiden, Vergelter-Paladin oder auch Verstärkungsschamanen spielt bzw. gespielt hat, wird bemerkt haben, dass er im Vergleich zu anderen Klassen, vor allem im Raid, deutlich weniger Schaden macht, extrem schnell umgeht oder andere Nachteile mit sich bringt, die man in dieser Form nicht mehr ausgleichen kann. Vorausgesetzt, ihr habt erstmal eine Gilde gefunden, die euch mit diesem Spec mitnimmt. Das ändert sich mit The Burning Crusade. Jede Klasse und jede Ausrichtung ist im Raid spielbar, die eine mehr, die andere weniger. Allerdings ist der Unterschied nicht mehr so gravierend wie noch in WoW Classic. Dazu kommt, dass vor allem diverse gruppenverstärkende Fähigkeiten mit ins Spiel kommen. Ein Verstärker-Schamane als Beispiel wird mit dem Schaden deutlich eher im Mittelfeld spielen, dafür bufft er seine Gruppe mit jedem Crit um 10% Attack Power dank entfesselnde Wut. Außerdem hat er noch einen der stärksten Gruppenbuffs mit Kampfrausch. Der Elementarschamane bringt als Beispiel das Totem des Ingrims, welche den Crit sowie den Hit der Partymitglieder um 3% erhöht. Ähnlich geht es natürlich auch anderen Klassen. Wir möchten auf diese in einem separaten Video nochmal detaillierter eingehen. Dort schauen wir uns dann alle Änderungen der jeweiligen Klassen an. Habt ihr gewusst, dass es in The Burning Crusade schon ein Looking for Group Tool gab? Und stopp, keine Panik! Das Ganze hat jetzt nichts mit dem Drücke auf einen Knopf und werde mit 4 Randoms in die Instanz geportet zu tun. Es war eher ein Fenster, in dem ihr euch gleichzeitig für bis zu 3 verschiedene Dungeons, Raids oder auch Quests anmelden konntet. Ganz unten habt ihr noch die Info einfügen können, wie zum Beispiel Heiler, Tank oder was ihr auch immer wolltet. Wenn jemand anders als Beispiel jetzt gerade eine Dungeon-Gruppe für die Instanz das Bollwerk aufbaut, kann er alle Leute sehen, die sich explizit dafür angemeldet haben. Das Ganze dient dazu, den allgemeinen und Suche nach Gruppe-Channel zu entlasten. So müsst ihr nicht immer wieder von Neuen dort rein spammen, wenn ihr eine spezielle Gruppe sucht. Zudem gibt es noch die Auto-Join-Funktion, welche man allerdings nicht unbedingt aktivieren sollte, da sonst jeder automatisch der Gruppe joint. Das ist natürlich unvorteilhaft, wenn man noch genau einen Heiler, Tank oder Crowd-Control-Damage-Dealer sucht. Die Atmosphäre oder auch der soziale Aspekt wird dadurch unserer Meinung nach allerdings in keinster Weise verringert, da es keinen automatischen Port gibt, ihr alle auf demselben Server spielt und man trotzdem noch kommunizieren muss. Die Versammlungssteine vor den Instanzen hatten in Vanilla noch keinen wirklichen Sinn. Das wird sich allerdings mit The Burning Crusade ändern. Wenn ihr mit 2 Spielern vor die Instanz rennt, könnt ihr die restlichen Spieler einfach ranporten. Demnach benötigt ihr keinen Hexenmeister mehr, um die restliche Gruppe zu beschwören. Unserer Meinung nach eines der größten Quality of Life Updates. Ach ja, das Feature gab es sogar schon ab dem Pre-Patch 2.0.1. Über alle genauen Änderungen, welche mit diesem Pre-Patch kamen, wird es ebenfalls noch ein separates Video geben. Dranbleiben lohnt sich also. 2 neue Rassen, genauer gesagt Blutelfen für die Horde und Draenei für die Allianz. Die Blutelfen, welche sich während des dritten Krieges, nachdem Arthas mitsamt der Geisel in Kel Thalas eingelaufen war, der Horde anschließen, sind im Immersangwald zu Hause. Dieser befindet sich ganz im Norden der östlichen Königreiche. Dort befindet sich auch ihre Hauptstadt Silbermond. Als rassenspezifische Fähigkeiten besitzen sie die beiden passiven Skills Arkane Affinität, welche den Beruf Verzauberkunst um 15 Punkte erweitert, sowie magischer Widerstand, welche alle Widerstandsarten um 5 erhöht. Des Weiteren besitzen sie die beiden aktiven Fähigkeiten Mana abzapfen, welche dem Ziel 50 Mana entzieht, euch für 10 Minuten mit Arkane Energie auflädt und bis zu 3-mal stapelbar ist. Mit dem Skill Arcana Strom könnt ihr dann die gesammelte Energie in einer AOE-Range freisetzen und bringt damit alle sich in der Nähe befindlichen Ziele zum Schweigen. Zusätzlich regeneriert ihr wieder eine kleine Menge an Mut, Mana oder auch Energie. Als Mounts verwenden die Blutelfen die zweibeinigen Falkenschreiter. Die Draenei hingegen sind ein Volk nicht verdorbener Erde da, welche aus der Scherbenwelt geflüchtet sind und sich der Allianz anschließen. Ihr Startgebiet ist auf den Azumythos-Inseln, welche sich geografisch gesehen im Nordwesten von Kalimdor befindet. Dort ist auch zugleich ihre Hauptstadt Exodar zu finden.
Es handelt sich hierbei um die Absturzüberreste eines riesigen Schiffes der Naru. Als passive Volksfähigkeit besitzen sie Edelsteinschleifen, welches ihnen plus 15 Skillpunkte in Juwelenschleifen gewährt. Schattenwiderstand, was ihren, wie der Name schon sagt, Schattenwiderstand um 10 erhöht, sowie heldenhafte Präsenz, welche die Trefferchance aller Gruppenmitglieder innerhalb von 30 Metern um 1% erhöht. Als aktiven Skill haben sie Segen der Naru, welche einem ausgewählten Ziel einen Heileffekt über Zeit gewährt. Ein klassischer Hot also. Als rassenbezogene Mounts benutzen sie die Elex. Wo wir auch gleich beim nächsten Punkt anschließen. Die beiden neuen Rassen haben die Möglichkeit, die noch in Vanilla der jeweiligen Fraktion vorbehaltenen Klasse zu spielen. Allianz bekommt demnach den Schamanen und die Horde den Paladin. Die Paladine der jeweiligen Fraktionen unterscheiden sich allerdings etwas. Die Allianz bekommt das Siegel der Vergeltung, welches moderaten Schaden macht, allerdings nicht ganz mit dem Hordensiegel, dem Siegel des Blutes, mithalten kann. Dieses macht laut unseren Recherchen etwas mehr Schaden und hat vor allem den Vorteil, dass es an dem jeweiligen Spieler etwas Schaden verursacht. Jetzt werdet ihr euch fragen, warum zum Teufel ist das ein Vorteil? Paladine bekommen mit TBC die passive Fähigkeit Einklang des Geistes, welche ihnen bei Heilung einen kleinen Prozentsatz an Mana zurückgewährt. Dadurch haben vor allem Vergelter Paladine im Raid weniger Mana-Probleme. Unserer Meinung nach könnte hier Blizzard ruhig beiden Fraktionen beide Siegel geben, da es aus spieltechnischer Sicht keiner der beiden Fraktionen einen Vorteil gibt. Wie ist eure Meinung zu dem Ganzen? Schreibt uns gerne mal in die Kommentare. Mit The Burning Crusade wurde das Combat Rating System eingeführt. Über dieses Thema können Experten sicherlich Stunden diskutieren. Wir werden das Ganze in diesem Video aber erstmal relativ oberflächlich betrachten und euch nur erklären, was es damit auf sich hat. Wie ihr sicherlich aus Vanilla und Classic wisst, werden Stats wie zum Beispiel die Trefferwertung oder die kritische Trefferchance im Prozent angerechnet. Das ändert sich mit The Burning Crusade. Im Hintergrund seht ihr auch schon ein Beispiel-Item. Links die Version aus Classic, rechts aus The Burning Crusade. Ihr bekommt nun also keine Prozentwerte mehr auf den Items angezeigt, sondern Zahlen, welche so gesehen einen gewissen Prozentwert widerspiegeln. Ihr benötigt als Beispiel auf Level 70 12,6 Zaubertrefferwertungspunkte für 1% Hit als Caster oder 15,8 Trefferwertungspunkte als Melee. Die anderen Stats werden natürlich ebenfalls genauso angepasst, wie ihr auch schon im Hintergrund sehen könnt. Außerdem kommen 4 neue Stats ins Spiel. Abhärtung, ein PvP-Stat, welche die Wirksamkeit von Mana-Entzügen, die Höhe des erlittenen Schadens und die Wahrscheinlichkeit, dass Gegner einen kritischen Treffer erzielen, beeinflusst. Dadurch sollten vor allem Klassen, wie zum Beispiel der Elementarschamane, der mit gutem Gear und ein paar Cooldowns andere Spieler mit wenig Leben einfach one-shotten konnte, reguliert werden. Im PvE nutzen Tanks immer bevorzugt den Death-Wert, da dieser noch zusätzlich Block, Parry und Ausweichen gewährt. Außerdem kam der Stat Waffenkunde oder im Englischen Expertise dazu, welche die Chance verringert, dass eure Gegner euren Angriffen ausweichen oder parieren können. Dieser Wert ersetzt außerdem den Plus-Waffen-Stat, wie ihr ihn zum Beispiel von dem Item Handschützer des Klingenmeisters kennt, beziehungsweise von den passiven Rassenfähigkeiten von Orks und Menschen. Dadurch habt ihr als einer der beiden besagten Rassen keinen so riesigen Vorteil mehr, an euer Hitcap zu kommen, wie es noch in Klassik der Fall war. Waffenkunde ist vor allem für Tanks, deren Agro-Gewinnung und den erlittenen Schaden wichtig. Wenn so mancher Boss nämlich pariert, wird der nächste Schlag von diesen um bis zu 40% schneller, was sich dadurch teilweise wie ein zweiter Treffer anfühlt und den einkommenden Schaden definitiv erhöht. Für Melee-DPS war der Wert nicht ganz so wichtig, da diese bei Bosskämpfen meistens hinter dem Gegner stehen können und besagten Boss somit nicht parieren können. Zudem kam der Wert Armor Penetration oder Rüstungsdurchschlagskraft ins Spiel. Dieser Wert erhöht den Schaden von physikalischen Angriffen und Attacken, da er, wie ihr auch sicherlich schon denken könnt, einen Teil der Rüstung des Gegners ignoriert. Als letzten neuen Wert findet ihr nun auf manchen Items Haste oder auch im Deutschen Tempowertung genannt. Diese lässt euch pro 15,8 Punkte 1% schneller zuschlagen, schießen bzw. zaubern. Auch Hots und Dots ticken dadurch schneller. Das Attribut Tempowertung gab es so gesehen schon in Classic. Allerdings war dieses meist nur auf Köchern und Schussbeuteln für Jäger sowie aktivierbaren Schmuckstücken zu finden. Wusstet ihr, dass mit einem Patch in TBC das Leveln in Classic deutlich einfacher und twinkfreundlicher wurde? Elitegebiete wie zum Beispiel die ogerbesetzte Burg im Arati-Hochland, für welche man immer eine Gruppe benötigt hat, wurden zu Non-Elite, sodass man alle Quests alleine abschließen konnte. Bei Jintalor im Hinterland exakt dasselbe. Dadurch hat man sich keine Gruppe mehr suchen müssen, was teilweise, vor allem im fortgeschrittenen Stadium des Spiels, sehr zeitintensiv ist bzw. war. Außerdem wurde mit dem Zulaman-Patch 2.3.0 die benötigte Erfahrung, welche man zwischen Level 20 und 60 benötigt, verringert und die erhaltene XP von Quest zwischen 30 und 60 erhöht. Zudem wurden neue Quest-Hubs hinzugefügt, wie zum Beispiel Mudsprocket in den Marschen von Dustwallow.
Es gibt einen neuen Beruf, Juwelenschleifen, welcher vor allem Materialien aus dem Sammelberuf Bergbau benötigt. Hier wird das Erz sondiert, sodass Edelsteine entstehen können. Der Beruf erlaubt die Herstellung von Halsketten, Ringen, Schmuckstücken und Edelsteine zum Sockeln, welche davor natürlich noch geschliffen werden müssen. Viele Gegenstände in The Burning Crusade sind mit farbigen Sockeln ausgestattet, in die besagte Edelsteine hineinpassen und dem Gegenstand weitere Boni gewähren. Wenn die Farben der Edelsteine mit den Farben der Sockeln übereinstimmen, wird der Gegenstand zusätzlich einen weiteren Bonus erhalten. Die eingesetzten Steine können nicht mehr getauscht werden, sondern nur noch ersetzt werden, was den schon eingefügten zerstört. Solltet ihr den Beruf ausüben, könnt ihr euch selbst einzigartige und nur von euch selbst verwendbare Edelsteine schleifen oder mystische Statuen, welche euch zum Beispiel Heinköln herstellen. Auf Level 70 angekommen, habt ihr die Möglichkeit, euch für ca. 1000 Gold bei Fluglehrer und Reittierhändler die 60% Variante des Flugmounts zu leisten und in die Lüfte der Scherbenwelt abzuheben. Einzig der Druide bekommt seine Flugform, welche sich in Form eines Rabens zeigt, mit Level 68 umsonst. Wer auf 280% Fluggeschwindigkeit aufrüsten und sich ein episches Flugreittier, quasi den Lambo unter den Flugmounts in die Garage stellen will, muss noch einmal knapp 5000 Goldstücke über den Tresen wandern lassen. Die Druiden müssen für ihren 280% Raben eine längere epische Questreihe mit einigen Voraussetzungen erfüllen. Das ganze Gimmick Fliegen hat in TBC aber nicht nur den Vorteil des schnellen Reisens, sondern war ab Level 70 die Grundvoraussetzung zum Erreichen mancher Spielinhalte. Wer nicht abhob, dem waren einige Gebiete der Scherbenwelt verwehrt, darunter Skettis, Kil'jaedens Thron mit World Boss Kazak, die von Ogern bevölkerte Gebirgskette um Shadrath, das Plateau der Elemente sowie die Zwielichthöhe in Nagrand, der Messerdorngrat im Norden Terokars, sämtliche Instanzen rund um die Festung der Stürme und natürlich die sagenumwobene Netherschwingenscherbe. Wer dort ausreichend Sitzfleisch bewies, Tonnen an Dailies erledigte, Dracheneier ablieferte und siegreich aus diversen Flugrennen hervorging, durfte sich am Ende mit einem von 6 außergewöhnlichen Netherdrachen zeigen. Viele der Spieler kritisieren allerdings die Möglichkeit des Fliegens, da es natürlich die Welt unbelebter macht und vor allem sehr in das Open-World-PvP eingreift. Schreibt uns doch gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Wenn ihr in WoW Classic eine 5er-Instanz spielt und beendet, müsst ihr teilweise denselben Weg komplett zurückrennen, um den Dungeon zu resetten. In TBC wurde in vielen Instanzen ein Weg zurück eingebaut, sodass man schnell zum Eingang zurückkehren kann. In einer der ersten Instanzen, dem Höllenfeuerbollwerk, könnt ihr zum Beispiel ganz einfach über den Sprung eines zerstörten Weges direkt zum Eingang zurück. Da vor allem zum Start von TBC die Gebiete massiv überlaufen und überfahren sein werden, werden die meisten Spieler vermutlich über Instanzen leveln. Da kommt dieses kleine Quality of Life Feature auf jeden Fall genau richtig. Machen wir doch an dieser Stelle mit den Punkten rund um die Raids weiter. 40 Mann Raids wurden auf 25 heruntergeschrumpft und 10 Mann Schlachtzüge kamen ins Spiel. Unserer Meinung nach wird es auf jeden Fall die Nerven der jeweiligen Raidleiter sowie Gildenleiter etwas schonen, da diese demnach an manchen Raid-Tagen nur noch etwas mehr als die Hälfte an Spieler koordinieren müssen. Zudem wurden die Raids an und für sich atmosphärischer. Wenn wir da alleine an das Theater-Event oder allgemein den Karazhan-Raid denken, schießen uns direkt nostalgische Gefühle ins Blut. Aber auch Momente wie der Kampf gegen Kel'Thas in der Festung der Stürme oder Illidan auf dem Dach des Schwarzen Tempels lässt uns als alte Warcraft-Veteranen Gänsehaut bekommen. Vor allem, da diese auch etwas mehr Mechanik bieten und nicht nur pures Tank and Spank sind. Zudem wurde das Debuff-Slot-Limit von 60 auf 40 erhöht. Wer in Classic geradet hat, wird jetzt ganz genau wissen, was das für eine Erleichterung ist, wenn man zum Beispiel als Hunter endlich mal seinen Schlangenbiss auf den Boss packen kann, ohne dass man direkt eine Nachricht vom Raidlead bekommt, da man ja einen wichtigen Slot blockiert. Das war jetzt nur ein Beispiel. Natürlich muss man sich selbst bei 40 Plätzen absprechen. Das Ganze bietet aber einiges mehr an Fehlertoleranz. Einer der schönsten Punkte auf unserer Liste ist, dass die World Buffs entfernt wurden. Wer in Classic das Maximale in Raids aus seinem Charakter herausholen wollte, kommt um die World Buffs nicht vorbei. Da diese aber nur im besten Fall mit Absprache des kompletten Realms gestellt werden, muss man immer im Vorfeld online sein und dann zu hoffen, vorausgesetzt man spielt auf einem PvP-Server, dass man nicht gegankt oder gereinigt wird. Allgemein gibt es einfach ein ungutes Gefühl zu wissen, heute nicht kompetitiv mit anderen mithalten zu können, da man auf blöd keine 3 Stunden vor dem Raid zu Hause war und sich getimed richtig eingeloggt hat. Dieser Stressfaktor entfällt in TBC. Jeder hat dieselben Voraussetzungen. Ob sich das Ganze natürlich etwas auf die Trommeln der Lederer verlagert, bleibt abzuwarten. Selbst das wäre aber auf jeden Fall nicht so zeitabhängig wie die World Buffs. In TBC wurden die Abzeichen der Gerechtigkeit eingeführt. Ihr bekommt jeweils 1 von den Bossen in den 5-Mann-Heroic-Instanzen sowie 2 pro Boss in den jeweiligen Raids, später dann sogar von bestimmten Daily Quests. Jeder der Raid- bzw. Partymitglieder kann sein eigenes Abzeichen looten.
Besagte Marken könnt ihr dann bei speziellen Händlern gegen epische PvE- und PvP-Ausrüstung sowie Verbrauchsmaterialien und Gems eintauschen. Die zu erhaltenen Items wurden zu bestimmten Abschnitten ins Spiel implementiert. Die Qualität mancher Gegenstände war zudem echt gut und konnte teilweise für den Black Temple oder Mount Hyjal Raid verwendet werden. So gesehen aber ein gutes System, da es jeden Spieler in der Instanz belohnt, auch wenn dieser in diesem Run kein Item bekommen hat. Wo man in Classic nur einmal kurz in die Blackrock tiefen musste, um sie für den geschmolzenen Kern zu qualifizieren, läuft das in TPC deutlich anders ab. Dort benötigt ihr für die Mehrzahl an Raids eine extrem lange Prequest, die es teilweise echt in sich hat. Wenn ihr in den ersten Raid Karazhan wollt, müsst ihr nach einigen Quests vor dem Turm unter anderem 4 bis 5 Instanzen besuchen und dort diverse Aufgaben erfüllen. Wusstet ihr, dass damals zum Release von TBC jeder Raid vom T4 und T5 Content betretbar war? Einzig die Raid-Instanzen Black Temple, Mount Hyjal, Sunwell sowie Zulaman kamen mit späteren Patches ins Spiel. Der T4 und T5 Content wurde nur von den Vorquests gesperrt. Diese Quests bestanden aus extrem langen Questketten und waren wie erwähnt damals nur für die besten Gilden im frühen Stadium des Spiels überhaupt machbar, da man meistens die jeweiligen Endbosse der Vorraids besiegen musste. Da heutzutage allerdings alles möglich ist, siehe Apes, hoffen wir, dass der T5 Content erst später released wird und nicht direkt zu Beginn betretbar sein wird. Nachdem es in Classic noch üblich war, dass die Allianz und die Horde jeweils in ihrer eigenen Hauptstadt zu Hause waren und somit beide Fraktionen voneinander getrennt lebten, ändert sich das Ganze in der Burning Crusade. Shadrat ist die neue Hauptstadt der Scherbenwelt und liegt in den Wäldern von Terrorka, welche sich zentral in der Scherbenwelt befinden. Ihr trefft dort auf die Fraktionen des unteren Viertels, der Shatar, den Aldor und der Seer. Einen der letzten beiden genannten müsst ihr euch sogar anschließen, um dort nach Rufsteigerungen gewisse Items, aber vor allem Muster, Pläne und Vorlagen für Berufe zu erhalten. Auf Ehrfürchtig gibt es sogar Schulterverzauberungen, auf die es wohl die meisten abgesehen haben. Ihr schließt euch einem der beiden Fraktionen an, indem ihr eine Questreihe folgt, welche euch unter anderem zu Khadgar in der Mitte von Shadrat führt. Außerdem wurde die Gildenbank mit Patch 2.3.0 ins Spiel eingeführt. In Classic muss bzw. musste der jeweilige Gildenleiter noch einen separaten Charakter erstellen, um mit diesem Gold oder Güter wie Raidmats aufzubewahren. Die Einsicht für andere Spieler war hier nur mittels Addon möglich. Die Gildenbank in TBC hat das um ein Vielfaches vereinfacht. Es können via wenigen Klicks Berechtigungen an ausgewählte Spieler verteilt werden, die es ihnen sogar ermöglicht, von der Gildenkasse zu reparieren. Allgemein ein klasse Quality of Life Feature, was dem ganzen Gildenleben noch mehr Transparenz ermöglicht. Es kommen Daily Quests ins Spiel. Diese erleichtern vor allem Heilern und Tanks das Goldfarmen ungemein, da diese nicht wie andere Klassen Solo-Farmruns machen können, beziehungsweise zumindest nicht ohne jeden zweiten Tag umzuskillen. Die Daily Quests beschränken sich allerdings nicht nur auf stupide Sammelquests, hier gab es Quests für Berufe, PvP-Schlachtfelder, Open World PvP und sogar für heroische Instanzen. Für das Abschließen der Quests habt ihr dann neben Gold auch Ruf bekommen. Wenn ihr beispielsweise die Rufstufe bei der Himmelswache der Shatari auf Ehrfürchtig bekommen habt, winkte euch beim Rufhändler der Netherrochen. Somit habt indirekt auch immer auf mehrere Sachen hingearbeitet, anstatt nur stumpf die Quests abzuarbeiten. Das PvP in The Burning Crusade hat sich von der Struktur grundlegend verändert. Leute konnten nicht mehr so einfach geone-shottet werden, dank dem neuen Attribut Abhärtung. Und allgemein wurde viel am System, was hinter dem PvP steckt, verändert und gedreht. Sind wir mal ehrlich, in Vanilla hatte nicht der das beste epische Set, welcher am besten gespielt und performt hat, sondern der, welcher am meisten über Wochen Zeit in Azeroth verbracht hat. Mit The Burning Crusade wurde das klassische Rangsystem abgeschafft und die Arena eingeführt. Dort treffen 2 gegen 2, 3 gegen 3 oder 5 gegen 5 Teams aufeinander. Ihr müsst mindestens 10 Matches pro Woche spielen, um sogenannte Arena-Punkte zu bekommen. Die erhaltenen Punkte hängen davon ab, wie gut ihr spielt. Mit besagten Punkten könnt ihr euch dann episches, seasonbezogenes Gear kaufen. Die besten Items davon benötigen allerdings ein gewisses Rating, sodass nicht jeder Noob, der einfach lange genug gespart hat, an diese rankommt. Zudem ist das Spielen in der Arena in Seasons aufgeteilt. Am Ende einer Season bekommt ihr dann jetzt je nach Abschneiden einen besonderen Titel oder, solltet ihr euch unter den Besten der Besten befinden, einen PvP-Netherdrachen. Normale Schlachtfelder gibt es natürlich auch noch. Dort bekommt ihr nach Beenden Marken des jeweiligen BGs sowie je nach Abschneiden sogenannte Ehrenpunkte. Diese könnt ihr dann gegen blaue PvP-Gegenstände eintauschen. Diese dienen für jeden Einsteiger als Anfang und gute Vorbereitung für die Arena. Außerdem kam noch ein neues BG ins Spiel. Das Auge des Sturms kombiniert Elemente aus der Kriegshymnenschlucht sowie dem Arati-Becken und ist Spielern ab Stufe 61 zugänglich. Auf jeder Seite stehen sich je 15 Spieler gegenüber, um die Kontrolle von 4 strategischen Punkten zu erlangen. In der Mitte des Schlachtfelds befindet sich zudem eine Flagge, mit der ihr euer Team schneller zum Sieg führen könnt. Dazu müsst ihr sie erbeuten und anschließend sicher zu einem von euch kontrollierten Punkt bringen.
Ähnlich wie im Arati-Becken erlangt das Team den Sieg, welches zuerst genügend Punkte erzielt hat. In der Mitte konnte man sogar in den Tod stürzen. Vorsicht ist also gefragt. Vor allem von gegnerischen Zaubern, die euch den Boden unter den Füßen klauen. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr uns kostenlos supporten wollt, dann lasst uns doch super gerne einen Daumen nach oben da und schreibt uns doch mal einen Kommentar, was euch an TBC gefällt und was nicht. In diesem Sinne, viel Spaß weiterhin in WoW und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.